Herzlich willkommen zu einem ziemlich verrückten Prank. Wir haben aus dem Lager bei uns das geholt. Oh mein Gott, nee, okay, arme Katzen. Das ist richtig katastrophal. Das ist so cool, wie das hier einfach nur aussieht. Hallo ihr Lieben! Hi! Herzlich willkommen bei DIY Inspiration und herzlich willkommen zu einem ziemlich verrückten Prank. Ja. Wir sind heute zu zweit. Wir sind zu zweit und Kathi ist nicht da. Hm. Kathi hat tatsächlich Urlaub. Kathi hat Urlaub, das ist es heute. Und das ist ein Fehler. Ja. Das ist ein Fehler, Leute. Das ist ein Fehler. Mhm. Wir haben heute was vor. Ja, also wir zeigen es euch schon mal. Wir haben aus dem Lager bei uns das geholt. Was auch immer das hier ist. Also es ist einfach nur so Fütter. Es ist so Füllmaterial. Es gehört tatsächlich René. Ja. Und René hat mich damit tatsächlich mal geprankt. Er hat einfach die Küche in eine Wolke verwandelt. Oh. Weil das hier sieht schon viel aus. Ich weiß nicht, Katja, heb mal hoch. Also das ist schon viel. Man kann das so gerade hochkriegen. Ja. Wow. Also es ist nicht schwer. Also es ist wirklich sehr, sehr flauschig. Es ist einfach so sperrig. Es ist viel. Es ist auf jeden Fall viel, Leute. Und es ist mega flauschig. Und wir werden einfach das gesamte Studio damit voll machen. Ja. Das passiert, wenn man hier Urlaub hat. Ja, genau. Also ich würde mal sagen, wir können einfach nur, ich weiß nicht genau, ja, sollen wir einfach nur alles verteilen? Ich würde sagen, verteilen. Einfach verteilen. Und wenn Kathi dann morgen wiederkommt, herzlichen Glückwunsch. Dein Studio ist zu einer Wolke geworden. Ja. Das waren wir nicht. Das ist auch gut. Ich stelle die Kamera auf und dann werde ich sehr geschockt sein. Oh mein Gott! Wir waren doch hier gar nicht. Oh, wir waren gar nicht hier drin. Was ist passiert? Ich glaube, das war Claudio. Ja. Ich glaube, das ist ein Video auf Spiel mit mir, Kathi. Boah, wir sind aber nur so fies und sagen, das ist Claudio. Das war Claudio. Und die Kamera ist nicht von DIY. Gar nicht. Die Frage ist so, wie sollen wir das verteilen? Sollen wir es einfach nur so... Ja. Und einfach nur richtig viel damit. Richtig viel. Ein kleines Flöckchen hier schon mal verteilt. Oh mein Gott. Das ist so cool. Das wird richtig krass. So, ich stelle die Kamera mal ein bisschen hin. Mhm. Und dann werden wir hier ordentlich verteilen. Oh Gott, das ist auch richtig krass da reingeprofft. Mhm. Ja, also ich habe wirklich Angst, wie das dann später wird. Das ist alles dann noch. Ja, also Kathi, das darf ja Kathi alles machen. Das kann Kathi dann wegräumen. Ja, also hey. Funktioniert das hier noch? Doch, nimmt auf, ja. Und Kathi redet auch irgendwie 3 Tage nicht mehr mit uns. Boah. Guckt euch das mal an, da ist gerade das nicht mal so viel raus. Gut, ihr seht gerade den Boden auch nicht. Ich zeig euch mal den Boden. Wo kann ich das noch beweisen? Ja. Überall tatsächlich. Oh mein Gott. Und als Rache hatte ich dann tatsächlich, das war dieses Studio auch, voll mit den aufblasbaren Tieren gemacht. Das war von. Das war Renés Studio. Als das hier noch Renés Studio war, dann war das hier einfach voll mit den abstandsbaren Tieren. Oh, ich weiß nicht, was ich mir noch so gut habe. Da war nicht hier so drauf. Ja. Und hier, vielleicht kriegen wir die Lampen eingehüllt. Eingehüllt? Oh ne, es hält nicht. Es hält nicht. Schade. Oh mein Gott. Es macht doch einfach so viel Spaß, dagegen zu treten. Oh nein. Oh mein Gott, nee, boah, die arme Kathi. Die arme Kathi. Ich mache mir so alles hier mit. Weißt du, hier. Bilder. Jawoll. Jawollo. Sieht einfach so aus, als ob hier irgendwie ein Sofa explodiert wäre oder so. Herrlich. Das geht sogar noch. Das war's? Mhm. Ja, die Tüte ist erstmal leer. Wir können das noch richtig schön weiter verteilen. Mhm. Weil es ist ziemlich kompakt noch. Das kann man auch weiter so aufplüschern. Ah. Man sieht wirklich nicht mehr so viel vom Boden hier. Nee. Guck mal. Oh doch, es hält. Es hält. Man muss es nur besser aufplüschern. Hier unten was rein. Schreibtisch voll. Mal gucken, wer dann die Schuld morgen dafür bekommt. Ja, nicht wir. Also wir sagen einfach nur so, nee, nein. Wir räumen auf jeden Fall nicht auf hier. Nee. Hui! Oh mein Gott. Oh nein, das sieht... Oh mein Gott, was... Das ist richtig katastrophal. Oh Mann. Und hier ist sogar noch was drin. Ich hab gesagt, es ist leer. Es ist gar nicht leer. Hm. Was ist das alles hier noch so...
So, ihr seht das ja natürlich noch nicht. Also, ich zeige es euch mal von der Tür aus, wenn man hier reinkommt. Es ist so witzig, da durchzulaufen. Ich zeige mal, wie man da durchläuft. Oh Gott. Also, es sieht einfach wirklich aus, als ob man in Wolken steht. Wow. Es ist einfach so unnormal witzig. Das ist richtig cool. Ja. Mega. Okay. Und es ist auf jeden Fall eine große Überraschung morgen früh. Wie das hier einfach nur aussieht, wenn man hier einfach nur so reingeht. Ja. So, hä, was ist da los? Was ist da passiert? Was ist hier passiert? Oh mein Gott. So, und dann so auf einmal so, man denkt so die ganze Zeit so, aber es hat doch nicht geschneit. So, nein. Also sieht so aus, als ob man irgendwie so, weißt du, so ein Fenster irgendwie so aufgelassen hat. Und ja. Einfach nur, das ist jetzt einfach nur total voll mit Schnee. Aber das ist ja kein Schnee, das ist nur Watte. Es ist Watte. Es ist einfach Watte. Und es war nicht mal so viel Watte. Es ist einfach so witzig. Es hat so ein bisschen was davon, wenn man so einen Hund hat, der so ein Kissen kaputt reißt. Ja, oder so ein ganzes so Sofa. Ja, und dann ist einfach auf einmal so Katastrophe. Viel. Alles klar. Wir sehen uns, glaube ich, erstmal. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen. Bis dann, Studio. Viel Spaß, Kathi. Oh Gott. Guck mal, voll spooky. Zumachen, dann sehen wir das nicht mehr. Wir sehen uns. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist jetzt soweit. Kathi wird gleich kommen und ich zeige euch nochmal kurz so im Überblick, wie es hier momentan aussieht. Die Sonne scheint ein bisschen rein, deswegen ist es ein bisschen heller heute Morgen hier. Und es ist wirklich überall noch die Watte schön verteilt. Ich stelle jetzt die Kamera auf und dann geht's für mich zurück in die Küche zum Warten auf Kathi. Eva? Ja? Was ist denn hier passiert? Claudio war hier gestern Abend noch drin. Oh Gott. Das sieht ja aus wie in den Wolken. Also es sieht cool aus, aber es ist sehr unpraktisch. Ja, also... Also René hat das tatsächlich mal in der Küche gemacht letzten Sommer. Man könnte da jetzt so Selfies machen, als ob man so auf den Wolken schwebt, aber... Oh mein Gott. Claudio war hier drin. Claudio war hier drin. Also der war gestern Abend noch hier und er war auch eben schon mal hier. Okay. Oh, die Kamera stand auch da. Die Kamera stand da. Ich hab's gerade gar nicht gesehen. Ich war jetzt so irritiert gerade. Nee, ich habe gerade danach gesucht. Ich dachte so, irgendwo muss Claudio die Kamera ja hingestellt haben. Ja, hier stelle ich mir so vor, dass man hier so Selfies drin macht. Yay! Naja, also du bist auch sehr schön von der Sonne beleuchtet. Wow. So ein Heiligenschein. Ich finde, es sieht cool aus. Es ist jetzt nicht ekelig oder so, aber es nervt. Weil, ja, wenn wir jetzt hier gleich Videos drehen wollen und so, dann müssen wir auf jeden Fall erstmal alles aufnehmen. Aber ich glaube, man kann es ganz gut aufnehmen, ne? Ja, es ist so viel. Ach, Mann. Ich wusste gar nicht, dass wir das noch hatten. Da kommt man hier morgens halt, ach, bis hinter der Tür auch noch. Ja. Oh Mann, ey. Dann weiß ich ja, bei wem ich mich rechnen muss. Genau, ich habe erstmal Claudio schön verpetzt. Vielleicht kannst du ihm eine Sprachnachricht schicken, dass er aufräumen kommt. Aber kreativ, ne? Also hier gut gearbeitet, alles schön dekoriert. Schicke mir jetzt mal kurz ein Foto von ein Selfie von mir, weil das habe ich ja schon gesagt. Ja. Also hier können wir auf jeden Fall noch gut Fotos machen. Oh, jetzt ist einfach daran kleben geblieben. Ich habe ein Foto eben gemacht. Hey Claudio, finde ich super, sieht super cool aus, aber komm bitte sofort aufräumen. Okay, ich wurde anscheinend geprankt. Es ist mal wieder soweit. Aber es ist ein Prank, der trotzdem gute Laune macht. Also ich war sehr, sehr irritiert, aber ich finde, es ist ein Prank, der gute Laune macht, weil es halt so mega cool aussieht. Es sieht so fluffig weich hier aus. Ja. Und ich finde, es sieht nicht aus wie Schnee, sondern es sieht ganz eindeutig aus wie Wolken. Sieht aus, als ob wir hier eine Wolke hätten, unsere zweite Wolke. Eine richtige Wolke. Eine richtige Wolke. Wir warten auf Claudio. Genau, der kann was erleben, ne? Ja. Ui. Ach, Claudio, hier. Was hast du denn gemacht? Was hab ich gemacht? Warum hast du mein Studio vollge... Ich hab mein Studio nicht vollgemüllt. Ich meine, es ist cool für Selfies, habe ich gesagt. Man kann so Wolken-Selfies machen, aber... Ach, ist das die neue Cloud? Cool. Claudio, möchtest du ein Wolken-Selfie machen? Möchtest du ein Wolken-Selfie machen und danach räumen bitte auf? Nee, ich räume nicht auf. Warum soll ich denn deinen Müll wegräumen? Hey, das ist doch nicht mein das Müll. Hast du doch gestern Abend noch gemacht? Gestern Abend? Was hab ich gemacht? Ich bin hier reingekommen. Als ich nach Hause gegangen bin, bist du doch mit diesem großen Sack hier. Ja, natürlich, Eva. Also das ist eine dreiste Lüge. Die Unterstellung weise ich zurück. Warst du das nicht, oder was? Nein, ich war das nicht. Warst du das jetzt, oder? Katja, war's. Ich war bestimmt nicht. Nein, das war Katja. Nicht auf. Claudio, wir wurden die Meinung von Eva gefangen. Die hat mir erzählt, dass du das warst. Und ich hab's geglaubt, weil ich meine, Pranks, ne? Ja, ich glaube, René war das. Oder, Eva? René hat mir geholfen. Nein, das warst du. Und Katja. Oh, Katja. Ja, viel Spaß. Aha, okay.
Ich hab dir die ganze Zeit geglaubt, Eva. Alles klar, also räume ich hier jetzt wohl auf. Ja, bitteschön. Ja, okay, ich räume hier jetzt auf. Vielleicht hilft Katja mir gleich noch. Also Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann bist du. Aber ich habe noch eine gute Idee. Moment. Okay, Katja hat noch eine Idee. Oh, das ist schön. Ich finde, das sieht irgendwie cool aus an den Lampen. Ja, das sieht mega gut aus. Aber mach's trotzdem wieder weg. Ich mach's weg, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.